Und Seredenko wieder gegen Bochowski. Keine Chance. Und Seredenko mit ihrem Treffer Nummer 4. Und da jetzt gegen Rü die gelbe Karte. Oh, der hatte schön aufgenommen, aber im Kreis gestanden. Da war der Ball eigentlich schon weg. Da die Abwehr gut gestanden, das Spiel ist verhindert worden, es bleibt beim 6:6. Jetzt der Einläufe von außen, spielt jetzt mit dem zweiten Kreis und wieder der Pass von Seferdenko. Und es gibt erneut gelb gegen Hilfe und die hatte schon gelb und das heißt dann 2 Minuten. Das kann eine entscheidende Situation sein, das erste Unterzahlspiel in einem Spiel. In einem Spiel sagen, die haben zu dem Zeitpunkt so viele Spiele abgegeben, gerade in Berlin. Muss man aufpassen, dass man es jetzt nicht abgibt. Das ist in der Tat, aber im Frauenhandball, der ist eigentlich personell, der ist personell so schwach besetzt, dass alle Spielerinnen sehr umworben sind. Also sowohl in Berlin als auch in Wismar, in Brandenburg oder in Trier. Also da ist wenig Personal, was sich hier in Qualitäten anbietet. Insofern immer Unruhe drin. So, und jetzt Torwartwechsel. Justin Steiner kommt jetzt um 7 Meter. Und oh, Treffer Nummer 5 durch Seferdenko. 7:6 für die Füchse. Das in so einem Spiel nimmt man den Spielstand eigentlich schon wahr. Ich hab den nicht verstanden. Nimmt man den Spielstand eigentlich schon wahr? Den nimmt man schon wahr, weil es ganz wichtig ist für die Moral, dass man dabei ist, im Spiel ist. Und insofern beflügelt das auch. Wenn man weiter in Rückstand gerät, dann wird man unsicher, dann fängt man auch an zu verzagen. Insofern ist es eine ganz wesentliche Sache. Wir sehen noch eine Minute Unterzahl noch. Für die TSG natürlich ausgespielt, aber in Kreis getreten und auch nicht drinnen der Ball. Da kommt sie schon frei zum Wurf, dann übertritt sie und dann verwirft sie auch noch. Das wird nicht gerade zum Selbstvertrauen beitragen von Stefanie de Beer. Jetzt auch ebenfalls mit dem Einläufer Lars. Gute Idee, aber er bekommt den Ball nicht. Und der schnelle Körper konnte er Gö. Und Bochowski sichert den Ball. Und damit nur 7:6 und der Zahl ist abgegolten. Das war es wieder voll. Kühne bleibt da am Block hängen und es gibt Einwurf von der Ecke. So, jetzt wurde der Ball weg, jetzt haben wir einen kleinen Moment Zeit, uns mal umzuschauen hier. Die Halle, das ist schon ein bombastischer Eindruck hier, also allein von der Architektur. Es ist schon für Frauenhandball die sehr niveauvolle Halle, insofern ist es gut so. Thank you.
wenn ich jetzt mal so auf das Spiel vergucke, auch über die Bank und auch sonst was ich an Handball sehe, man sieht sehr viele junge Mädels hier spielen. Ist das schwieriger im höheren Alter für eine Frau noch Handball zu spielen, auch gerade auf Leistungsniveau? Ich glaube, das ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist, dass die jungen Leute dranbleiben und sich den Dingen aussetzen. Denn das ist heutzutage schon schwierig, Beruf, Familie, Ausbildung, Lehre unter einen Hut zu kriegen. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Insofern baut sich das irgendwie so auf. Und sie müssen auch noch mächtig dazulegen, die jungen Leute, weil man setzt mächtig dazu. Das sind keine Profis. Es sind alles wirklich Amateure, die ein wenig Aufwandsentschädigung bekommen. Ja, das ist im Männerhandball etwas anders auf dem Niveau schon. Frauenhandball bleibt da immer noch auf dem Amateurniveau. Und das Tor von außen für die Füchse. Jetzt durch Stefanie de Beer und die Auszeit genommen von der TSG Wismar. Und was wird die Trainerin den Mädels jetzt mitgeben? Ja, sie wird auf jeden Fall nochmal mahnen, dass man nicht so überhastet spielt. Sie wird die Deckungsverpflichtung nochmal aufrufen. Und ich denke mir, es ist nichts entschieden. Sie weist nur nochmal auf die Schwachstellen hin. Und insbesondere, weil Franke auch erst heute erstmal nicht dabei ist, muss man sich auch immer wieder darauf einrichten, dass sie ihr Spielrhythmus findet. Um nochmal auf die Frage der Finanzierbarkeit hinzukommen. Ich denke mir, Leipzig, Blomberg, Leverkusen, das sind die Mannschaften, die Profi-Handball zum Teil mit im Frauenbereich darstellen. Alles andere ist hausbackener aufgebaut. Ne? Ja, wenn man den Aufwand bedenkt, das ist einiges an Arbeit, was dahinter steckt. Wie oft trainieren die Mädchen? 4-mal die Woche, das ist schon eine Riesenbelastung. Und insofern, um es nur noch mal klar zu sagen, auch ich bin kein hauptamtlicher Manager. Also ich bin beruflich bei der TSG als Geschäftsführer und als Manager und verdiene mein Geld noch woanders. Also insofern ist das alles auf eine Bahn aufgebaut, die für Wismar eben akzeptabel ist. Ja, das haben wir auch schon erfahren, auch bei den Spreefüchsen, die dann natürlich nicht anders hauen. Alles ehrenamtliche Mitarbeiter in dem Sinne. Anders ist Sport leider nicht mehr zu machen. Oder geringfügig verdient. Also insofern muss man da schon mächtig Männerhandballsport hervorragend organisiert. Und das war klasse gehalten von Borkowski gegen Göll. Und sie hält die TSG jetzt ein bisschen im Spiel mit der Parade. Die TSG muss jetzt aufpassen, dass sie hier nicht zu weit in Rückstand geraten. Völlig richtig. Jetzt ist ein Anschlusstor schon erforderlich, um da dran zu bleiben. Also müssen wir jetzt unter Druck. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sie damit umgehen. Hippler, schön. Über den Block hinweg. Torwart hat keine Chance. Was ist Kai Hippler mit dem Seitentreffer? 8-7. Unsere Bedenkung. Bereits ihr 6. Treffer in diesem Spiel. Ja, das war heute zu einfach gemacht. Die Deckung darf nicht rausstürzen. Ich darf in diesem konkreten Fall auch nicht spekulieren, was Franka machte. Damit hat sie sich doch ihr 1-1-Spiel durchsetzen können. Gibt es einen Wechsel auf der rechten Seite, Lars? Geht raus, Judith Rebs kommt in die Partie. Und wieder Hebler mit dem Treffer. Und da freuen sich auch der Manager. 9-8, die TSG ist hier dran. Was ist eigentlich so der größte Vorteil beim Heimspiel? Die Zuschauer oder die gefahrenen Kilometer der Gegner? Nein, die Zuschauer ist eine ganz wesentliche Größe, die kann man gar nicht hoch genug loben, weil das stimuliert und Frauen insbesondere, das muss ich sagen. Wollen wir mal gucken, inwiefern
bis man sich davon ablenken lässt, aber bisher nicht. Echt, und jetzt hat man nach 6,5 Minuten die Chance auf den Ausgleich. Aber das Tempo ist ein klein bisschen raus aus dem Spiel. Momentan versucht man auf beiden Seiten das Spiel etwas zu beruhigen. Und wieder Hebler. Und da gibt es den 9 Meter. Schrittfehler, so hat es auch der Manager erkannt. Ja, da wusste man eben nicht wohin mit dem Ball. Köln verliert den Ball erst, so holt die sich der Klasse wieder. Sipedenko. Und da hat sie schön dazwischen. Und der Tempo-Gegenstoß. Franka Kühne und Juliane Röhl. Ja, aus einem Vorteil ein Nachteil gemacht, sehe ich das richtig? Ja, in diesem konkreten Fall muss Franka sich zurücknehmen. Sie ist im Moment noch nicht so in der konditionellen Phase und ihr fehlt auch das Spielgefühl ein bisschen. Sie hat den Ball hervorragend erkämpft und sollte hier lieber beruhigen. Ich denke, wir sollten nicht die Hetzjagd mitmachen, sondern grundsolide unser Spiel aufziehen. Dann würden wir, glaube ich, hier besser beraten sein. Und Kühne über den Block, keine Chance für den Torwart. 10-9. Und jetzt auch Auszeit genommen durch die Spreefüchse. Und da sehen wir jetzt nochmal die Cheerleader. Auf Seite der Spreefuchse, gibt es sowas im Wismar auch? Oder ist sowas geplant? Nein, ich denke mir, das gehört zu Berlin und insofern, wir haben sowas auch schon mal gemacht. Bei uns ist es ganz anders. Die Zuschauer gehen in der Regel in Kettering und trinken ihr Bier, sie gehen Zigarette rauchen und dann ist es unschön, wenn denn diese Dinge vor den Rängen stattfinden. Das muss jeder für sich ausmachen, was da als Halbzeitpause oder Einspielpause möglich ist. Ja, ist auf jeden Fall mal schön anzusehen, es ist mal was anderes. In Schwerin soll sowas ja auch möglich sein, man müsste jetzt mal gucken. Aber zurück in die Bundeshauptstadt. Anwurf für die Spreefüchse, spiegelt weiter, in der zweiten Auszeit.